Der Mensch hat ein Herz, heißt es ja. Und jeder Schmerz geht ihm nah. Ist die Weste nicht rein, muss das Herz auch so sein, wird gesagt. Ich finde das hart, darum hab ich mein Herz halt gefragt. Hab ich Chancen, hab ich noch Chancen, dass das Schicksal mich nicht untern Galgen treibt? Oder macht es mir noch Avancen durch ein Weib, das tugendhaft und treu mir bleibt? So ein Weib, das kocht und bäckt für mich, fühlt Liebe und Respekt für mich. Sie näht für mich, sie dreht für mich, so manches Ding noch spät für mich. Doch wird zur Katze dann die Maus, dann packt sie zu und wirft mich raus. Ich denke lieber noch darüber nach. Ein Weib ist sehr oft nur eine Last, speziell wenn es nicht zu dir passt. Es lügt und betrügt dich und lächelt dir frech ins Gesicht. Ich trau keiner Frau, nicht den Weibern, den Falschen. Ich nicht. Ich hab Chancen, sehr große Chancen, über Leute von Gewicht sehr exklusiv, die auf Ämtern sich verschanzen. Was ich brauche, das ist ein Empfehlungsbrief. Damit kann ich zu den Küstern gehen, bis rauf zu den Ministern gehen, an sämtlichen Registern drehen und all die großen Biester sehen. Vielleicht sag ich schon bald diskret, zum Wohle, Euer Majestät. Ich denke lieber noch darüber nach. Doch wen kenn ich schon? Räubernuhr ist der reinste Hohn. Weiber nur, kenn nur Leute vom Fach, ohne Bildung, Verständnis und Schliff. Komm mir vor wie ein Captain auf einem gestrandeten Schiff. Doch vielleicht gibt's da doch noch Chancen, ne Beschäftigung, wo kein Bobby nach mir pfeift. Was Bescheidenes, nichts Halbseines, wo nicht immer die Polente nach mir greift. Irgendwas, wo man nicht frohnen muss, obwohl es sich schon lohnen muss. Wobei ich noch betonen muss, dass mich der Chef auch schonen muss und ständig meinen Lohn erhöht. Nicht knurrt, wenn man mal früher geht und auch nicht komme ich mal zu spät. Ich denke lieber noch mal drüber nach. Was aber wird ab 70 sein, wenn Traum und Hoffnung trübt sich ein? Du wirst älter und kälter, das Dasein, es bleibt grau und hart. Und Trost kommt allein nur vom Geld, das du mühsam ersparst. Ich seh's doch, es sind die Chancen für einen armen Hund ganz hundemäßig schlecht. Denn im Großen und im Ganzen, was er macht es niemals einem recht. Nein, man ist zu oft der Dumme, nur drum bleib ich bei der krummen Tour. Es geht um kleine Summen nur, denn Not kennt meistens kein Gebot. Hier geht's um Butter für mein Brot, vom Wohlstand nur ein kleines Lot. Ich find sowas tipptopp für ich, wisst keinen besseren Job für mich. Ich denke lieber noch darüber nach.